Kleiner Schlüssel. Yay. Gut. Haben wir den jetzt auch wieder. Und dann wollen wir hier noch mal rüber. Und nee, keine Ahnung, was da sein soll. Egal. Egal. So, und dann gehen wir hier nach oben. Du hast nur begrenzt Zeit, um alle Gegner zu besetzen. Ja, ein paar Exalfos. Und hier ein Dimos. So. Ist mir aber ziemlich egal. So. Dann hier noch Bomben. Oh, okay. War's schon. Gut. Dann war's das schon. So. Schlüssel Nummer 5. Wunderbar. Werde ich hier noch ein paar Herzen mitnehmen? Ah, oh, kann ich gar nicht. Doch kann ich. Moment, ich kann hier nach oben. Muss dann halt hier oben lang laufen. Ganz vorsichtig. Aber egal. Flammen machen mir nicht so viel Schaden, wie ein Herz mich heilt. Wollte ich gerade noch sagen. So. Und das war's dann auch. Okay. Gut, dann hier lang. Und ach, dann bin ich hier wieder am Anfang. Okay. Dann wollen wir jetzt hier noch mal ein Pfeilrennen jagen. So. Haben wir hier nämlich auch noch ein Item. Gut, sind noch mal Pfeile. Ich dachte, das wäre ein Schlüssel. Na gut, dann nicht. Ah, wir brauchen noch mal was. Okay. 5 Rupees, na Mensch. Das ist ja toll. Ist ja schon fast viel. Ja. Bemühe dich mit ganzer Kraft, alle Schlüssel zu erhalten, damit du dir unseren streng gehüteten Schatz verdienst. Jo. Kann ich hier irgendwo von oben mal nachschauen? Nee, natürlich nicht. Ich bin nämlich nicht mehr sicher, über welche Richtung ich da wirklich rankomme. Moment. Moment. Das schaue ich mir mal kurz an. So, da. Das hier sieht eigentlich gerade mal richtig aus. Mal gucken. Eins. Zwei. Hier müsste ich jetzt zu dem Schlüssel oben rankommen, genau. Ha. Sehr gut. Okay. Nehmen wir ein paar Krabbelminen. Na gut. Nehmen wir auch mit. So, dann hier rum. Nee. Nee, nee, nee. Das war falsch. Das war der falsche Weg. Toll. Schön zwei Schlüssel, schön ein Schlüssel verschwendet. Mist. Na gut. Dann war das jetzt nicht der richtige Weg. Dann schaue ich doch den anderen Weg nochmal lang. Auch gut. So, eins. So. Ihr müsst mir jetzt ein, zwei Schlüssel fehlen. Glaube ich. Wahrscheinlich eher zwei. So, 50 Rupees, na Mensch. Habe ich die Kohle, die ich hier bezahlt habe, auf jeden Fall schon wieder reingeholt. So. Okay. Jo, alles wieder drin. Sehr schön. Ja, zwei Schlüssel, wie es aussieht.
Und die kann ich mir auch aktuell noch nicht holen. Weil wir hatten ja da. Wobei, Moment, Moment, Moment. Doch, durch den einen Raum komme ich noch durch. Moment, Moment, das haben wir gleich. Da schauen wir doch noch mal ganz genau nach, nicht wahr? So. Und zwar, ich glaube, der kürzere Weg ist hier lang. So. Hopp, das hatten wir. So, dann hier auch einfach einmal mit dem Enterhaken da nach oben. Ey, komm schon. So. Und dann hier noch mal rüber. So. Okay. Genau, hier kommen wir noch nicht weiter, weil da fehlt uns noch was. Genau, da bauen wir die Hände aus Silber, die wir noch nicht haben. Sprich die silbernen Krafthandschuhe. So, da in etwa? Ja, sehr schön. Richtig geschätzt. Aber wir kommen ja jetzt hier noch durch. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir. Oh, einfach so nochmal einen, ja? Ja. Einfach so. Na Mensch. Okay. Haben wir hier noch irgendwo einen Geheimgang? Sieht gerade so ein bisschen so aus. Nö. Nö. Okay. Das war wirklich nur noch ein Raum für den einen Schlüssel. Okay. Gut. Dann wollen wir hier auch wieder raus. Weil dann gibt es hier nichts mehr für uns. Aktuell zumindest. So. Dann nehme ich wieder den Weg, weil ansonsten darf ich wieder über diesen blöden Lava-Pfad und der kotzt mich so ein bisschen an. Danke. Irgendwie wollte das Spiel gerade nicht so ganz. Keine Ahnung, was das gerade hatte. Egal. So. Okay. So, sind wir auch gleich wieder draußen. Gut, machen wir jetzt noch die eine. Ja, komm, die eine Tür machen wir noch auf. Wobei, nee, wir kommen eh nicht zum Ziel. Scheiß drauf. Machen wir dann, wenn wir die silbernen Krafthandschuhe haben. So. Na gut. Dann wollen wir jetzt einmal hier lang. Und wo war es? Hier nach oben. Genau. Hier jetzt einmal hoch. So. Okay. Hey, Grünschnabel! Warum hast du so eine männliche Stimme gerade gehabt? Willst du wirklich in die Wüste? Willst du dich wirklich in die Wüste übergeben? Na gut, ich öffne das Tor, aber es ist nicht leicht, den Geistertempel zu erreichen. Zunächst musst du den Treibsandgraben überqueren. Dann folge auf dem richtigen Weg den Flaggen, sonst schluckt dich der Sand. Die zweite Prüfung: Folge dem Wüstengeist. Ohne das Auge der Wahrheit aber landest du direkt wieder hier. Du willst immer noch dorthin? Ich halte dich nicht auf. Mach's gut. Klatscht ziemlich komisch. Es klingt so ein bisschen wie eine Peitsche. Naja. Ja, ich weiß. Hm.
Nein, na gut. Ich darf hier nicht mit dem Rückwärtssalto runterspringen. Dann müssen wir es so machen. Puh, auch kein Problem. So. Okay. Na denn, wie wir sehen, sehen wir sehr viel, nämlich fast gar nichts. Hier ist der schnellste Weg rüber mit dem Enterhaken. So, man kann auch mit den Gleitstiefeln dadurch, wenn ich es noch im Kopf habe, oder rechnen da die normalen Stiefel, das weiß ich gerade nicht mehr. Ja, auf jeden Fall mit irgendeiner Art Stiefel kommt man da definitiv auch so durch den Treibsand. Aber so geht's schneller. So, hier wollen wir jetzt dem Flaggenweg folgen. So, hierhin. Ist da oben noch eine. Und da links sehe ich eine. Hier, okay. So. Okay. Hier wollen wir jetzt erstmal nach drinnen. Ab. Hier können wir jetzt noch eine goldene Skulptur uns sammeln. Ey. So. Und dann hauen wir hier einmal kurz ins Feuerinferno rein. Um die beiden Fackeln anzuzünden. Denn da kriegen wir hier. Nicht hier, sondern hier. Weil ich glaube, es waren Rupees oder Pfeile. Rupees. Ja, nehmen wir mit. Werden wir schon 100% machen, nicht wahr? Okay. So, ich muss gerade noch mal kurz schauen. Ja, ich brauche noch 4 Herzteile und ich habe noch 3 auf der Liste. Irgendeins fehlt mir noch. Nervt mich gerade so ein bisschen. Aber naja. Das werde ich schon noch finden. Stimmt. So. Hier wollen wir dann jetzt einmal das Auge der Wahrheit starten. Den rechten Weg, den zeige ich dir. Denn du hast dafür kein Gespür. Nun flott und folge mir sehr dicht. Allein überlebst du es nicht. Okay. Also folgen wir ihm. So wie er es gerne hätte. So. Wenn euch die Magie ausgeht, dann könnt ihr auch einen auf den hier machen. Dadurch verbraucht ihr nahezu keine Magie und könnt ihm trotzdem gut folgen. Ist halt nur ein bisschen nervig fürs Auge. Und ich habe genug Magie, von daher passt das schon. So. Da vorne sehen wir schon unser Ziel, aber wir dürfen nicht auf direktem Weg hin. So. Hier lang. Ups. Hier lang. Es sieht jetzt so aus, als wären wir im Kreis gegangen. Aber das muss so. Zumindest soweit ich weiß. Genau. Jetzt führt er uns hier nämlich zum Ziel. Okay. Jetzt können wir auch ausschalten, weil jetzt ist es nur noch geradeaus. Herzlich willkommen im Wüstenkoloss. So. Das erste, was wir hier machen, ist hier hingehen. Hier sehen wir so einen kleinen Riss in der Wand. Außerdem wird uns die Stelle durch die beiden Palmen markiert. Da wollen wir eine Bombe legen. So. Und dann haben wir hier eine Feenquelle. Ah.
Wo wir wieder die Fee mit ihren Pyramidenbrüsten finden. Yay! Hallo, mein süßer Link. Ich bin die Fee der Magie. Ich habe einen mächtigen Zauber für dich. Bitte nimm ihn an. Okay. Der letzte Zauber. Nairus Umarmung. Setze diese kraftvolle magische Schutzaura mit C ein. Nairus Umarmung kannst du nur für begrenzte Zeit nutzen. Wende diesen Zauber also mit Bedacht an. Bist du vom Kampf erschöpft? Besuche mich einfach wieder. Ja, machen wir. So. Okay. Dann haben wir das schon mal. Ich muss gerade mal schauen. Hier irgendwo ist nicht auch eine goldene Skulptur. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Aber, ich sehe und höre sie gerade nicht. Ah, Moment. Hier drüben war die, glaube ich. Ich glaube, die war hier drüben. Kann auch sein, dass sie nur nachts da ist. Und, ja, könnte ich jetzt eh nicht holen, weil die Viecher nerven. So ein bisschen. Naja. So, dann wollen wir doch einmal hier in den Geistertempel. Komisch, dass Sheik uns hier kein Teleporter-Lied beigebracht hat. Egal. Ist der letzte Tempel, da brauchen wir keins. So. Gut. Da passe ich nicht durch. Den kann ich noch nicht verschieben. Ha. Was sagst du mir? Komm in der Vergangenheit hierher mit dem reinen Herzen eines Kindes. Ah. Wer in die Zukunft reist, der möge aus der Vergangenheit kommen und die Kraft des Silbers tragen. Okay. Na gut. Dann gehen wir wieder raus. Das ist eine komische Perspektive. Was? Ah, chic. Okay. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Das Masterschwert sei dir ein Ruder auf deinem Weg hin und zurück durch die Ströme der Zeit. Der Hafen der Zeitwanderer liegt in der Zitadelle der Zeit. Willst du den Wüstenkolossus betreten und in den Geistertempel eindringen, musst du wieder zurück auf den Wellen der Zeiten. Bäh. Höre nun das Requiem der Geister. Es wird dich als Kind in die Wüste zurückbringen. Wieder so ein schönes Lied.
Du hast das Requiem der Geister erlernt. Sehr schön.